Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Before the Storm. War ja eine kleine Pause zwischendrin. Time for my big debut. Genau, und jetzt ist Zeit für ihren großen Joy. Auftritt. Ne? Die Chloe auf der Bühne, das wollen wir natürlich sehen. Da liegt ein Topf. Ein Topf? Den rauchen. Okay. The best part of being kicked out of school is never having to worry about getting kicked out of Das school. ist richtig und deswegen rauchen wir erstmal, was das Zeug hält für unseren großen Auftritt. Ein bisschen, ne, chillen und locker werden, kann nicht helfen in der Situation. Poor Drew. He was just trying to keep his little brother safe, and there I was, stealing from him. Ja, Chloe, du bist halt ein That böser Damon Merritt Mensch. guy was such a freak. It's hard to imagine Frank being mixed up with a guy like that. But then again, I guess I don't really know Frank all that well. Ja, der Frank ist halt auch nicht so der Liebste. Der hat ja auch was auf dem Kasten, ne? Er hat ja diesen, naja, sagen wir es mal, Job mit den Drogendealen, ne? Ja, auch nicht von ungefähr. Was sind das hier für Einblicke unter den Rock? Bitte zensieren, hallo? Ey. Square Enix, was habt ihr euch dabei gedacht? Das Skript, ja, das sollten wir vielleicht vorher mal angucken. Eine Notiz, die gucken wir uns erstmal an. Why does it feel like Steph is mocking me from afar? Kommt für Schminke bei mir oder Mr. K vorbei. Machen wir irgendwann. Natürlich. Graffiti auf dem Spiegel. When life Geht. gives you lipstick, use it to tag shit. Tod oder Tragödie? Wir nehmen den Tod. Got it. Verderben. Errungenschaft freigeschaltet. Preis der Eitelkeit. Mann, sind wir eitel. Yep. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Noch eine Notiz. Looks like I'm late, Oh, um neun. Um as sechs. usual. Pff. Ein bisschen spät. Kostüme. The only thing worse than looking at spandex is being forced to wear Ja, außerdem it. haben wir ja schon ein schönes Kostüm an. Ich finde, das steht ihr richtig gut hier. Mach mal Krä, Chloe. Krä, krä. Aha. Miranda. Prospera und Ariel. Wir sind also Ariel. Gehen? Nee, noch nicht gehen. Erstmal müssen wir das Skript natürlich angucken. Seriously have to memorize all of this? Ach Gott. Thanks, Ich Rachel. hoffe, ich muss mir das nicht alles merken. Akt 1, Szene 2. Prospero. Durch höchst seltsame Fügung hat Fortuna unsere Feinde an diesen Strand geführt. Prospero wirkt Schlaf auf Miranda. Frage jetzt nicht weiter, du neigst zum Schlafe. Dieser Schlaf ist gut, gib ihm nur nach. Ich weiß, du kannst nicht anders. Miranda entschlummert. Hierher, mein Diener, komm. Ich bin jetzt bereit. Nahe dich, meine Ariel, komm. Auftritt Ariel, unser Auftritt. Nee, wir sind gar nicht Ariel, ne? Was sind wir denn? Jetzt hab ich das schon wieder vergessen. Doch, oder? Nein, doch, ja? Ich guck gleich nochmal. Heil, große Herrin und Meisterin, heil, ich komme, um deinem Wink zu dienen. Doch, wir sind Ariel. Das ist das, was gelb markiert ist. Doch, ist richtig. Hast du, Geist, den Sturm? Hast du den Sturm, wie ich befahl, vollbracht? Ich enterte das Schiff des Königs. In jeglicher Kajüte sprüht ich Verderben. Der Schwefeldampf, das laute Krachen schien den mächtigen Neptunus zu erschüttern. Und dann kommt Prospero. Mein wackrer Geist. Wer war so fest, so standhaft, dass ihm der Sturm nahm, ihm nicht die Besinnung? Dann wieder unser Part. Nicht eine Seele. Der Sohn des Königs, Ferdinand, er sprang zuerst, schrie, die Hölle ist los, all ihre Teufel hier, all ihre Teufel hier. Oh Gott, muss ich weiterlesen? Und sie sind unversehrt, Ariel fliegt zum Wrack und deutet. Kein Haar gekrümmt, wie du befohlen, zerstreut ich sie auf dem Eiland in Truppen. Dein Auftrag, Ariel, ist wohl erfüllt, doch es gibt noch mehr Arbeit. Noch mehr der Arbeit gibt's? Lass an deinen Wort mich mahnen. Wie? Was kannst du fordern? Ah, letzte Szene. Meine Freiheit. E oder E? Ehe deine Frist um? Nichts davon. Achso, Ehe, abgekürzt, alles klar. Vergib, ich will mich deinem Willen fügen. Tust du das, so lasse ich dich in 2 Tagen frei. Meine noble Meisterin, verwandle dich in eine Wassernixe, komm zurück, sobald du dies getan, jetzt rasch von hinnen, Ariel, ab. Ja, ich hoffe, das müssen wir nicht alles merken, sondern vielleicht nur das Wesentliche. Bin gespannt, was passiert. Auf geht's.
Es kann nur gut werden. By accident most strange, bountiful fortune hath mine enemies brought to this shore. Here, cease more questions. Thou art inclined to sleep. Tis a good dullness, and give it way. I know thou canst not choose. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Unser Auftritt. Come away, servant. Come. Ah, shit. I'm on. That's you. I am ready now. Get up there. Approach, my Ariel. Come. Damn it. No problem. I've got this. I just walk to Rachel and say my line. Oh, Einstein. I wish I could throw that at Rachel for getting me into this. Hey, I sat here yesterday. Und Rampenlichter gucken wir uns natürlich auch an. Ugh, that killed my eyes. Die sind doch scheiße hell, die Dinger. Und vor allem warm. Na los, komm, reden wir. All hail, great mistress. I come to answer thy best pleasure. Most fearless, generous spirit. Hast thou performed to point the tempest? Auf jeden Fall. That I bade thee? Oh Gott. I wrought a storm across the seven seas, raining and raining. Shit. The king's own ship, I saw such rain assail, and by this detail knew it for thy work. Well done. Who was so firm, so constant, that this coil would not infect his reason? Not a soul. The king's son, Ferdinand, was the first man that leaped from his ship and cried. Die Hölle ist los, die Hölle ist hier, die Hölle ist voll. Oh Gott, die Hölle ist los, die Hölle ist hier. Die Hölle ist hier, komm. Cried, hell is here, and all the devils are here, because hell is here. Close enough. But are they, Ariel, safe? All right, I guess this is when I'm supposed to walk somewhere. I'm definitely supposed to do something with this. Not a hair perished, and oh God, gut, dass er eine Notiz ist. I have dispersed them about the isle. Zerstreut ich sie auf den Hörnern in Truppen. In troops. Bravo, Ariel. Thy charge exactly is performed. But there's more work. Is there more toil? Let me remember thee what thou hast promised. Ah, das war immerhin auch richtig. How now? What is't thou canst demand? Freiheit wollen wir. My liberty. Indeed. Thy liberty? Wir haben uns gut gesteigert, schlecht angefangen und dann gesteigert. This most of all I will not grant. That's not her line. Is it? What's going on? But thou assured my freedom. Didn't thou? I never said how dearly I hold thee. My habit's been to keep my soul well draped. Mm-hmm. Most loyal spirit, companion and friend. Is acting in my service not replete with excitement, amusement, and delight? Of course, mistress. Most truly, it is so. Mr. Keat, they're way off script. Damn it, man, it's good. Magical. It's magic. Then why, I pray you, wish you to be free? Nach Freiheit. Aufregung ist nicht Glückseligkeit. Excitement's a mere counterfeit of bliss. These storms and these adventures, I prefer to know thou still cared for my
plainest self. I have thee in my grasp. I will not bend. I will not see thee flying forth alone. The envy would be more than I could bear. So come with me. Is that not in thy power? Spirit, take my hands. Most faithful friend, for but a little longer I beseech. Continue in thy service to my schemes, and when they are complete, I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. I'll seek to make thy happiness so great that e'en the name of liberty is forgot. What sayest thou to my most hopeful wish? Ja. Sag ja! Yes, I am most pleased. Your duty done for now, so go forth hence with haste. I've work to do. We are going with haste. Thanks, Chloe. Well done. An admirable effort. And the ending? Absolutely transformative. I am humbled. Das will ich auch mal meinen. No problem. Wir haben alles gegeben. What the hell just happened? Was that real? Heaviness in me. Shake it off. Come on. We'll visit Caliban, my slave. 'Tis a villain, sir. I do not love to look on. He does make our fire, fetch in our wood. What ho! Slave! Caliban! Come forth, I say! On! Oh, verkackt er denn? Ich finde das jetzt. Geh schon. As wicked do as e'er my mother brushed. Thou poisonous slave, got by the devil himself, filth as thou art, I have lodged thee in mine own cell, till thou didst seek to violate the honor of my child. Shit. He's crying. Fetch us in fuel, and be quick. So, slave, hence. Was macht der denn? Ist völlig fertig. Lampenfieber. Der Druck. Fuck you! Ein sehr improvisiertes Theaterstück, würde ich meinen. Where should this music be? In the air or the earth? Oh, thank God. This play is super intense. What is it? A spirit? It carries a brave form, but it is a spirit. No, wench. It eats and sleeps and hath such senses as we have. I will resist such entertainment. Put thy sword up, traitor! Do you love me? O heaven, O earth, bear witness to this sound. I, beyond all limit of what else in the world, do love, prize, honor you. His tears run down his beard, like winter's drops from eaves of reeds. Go release them, Ariel. My charms I'll break. Their senses I'll restore, and they shall be themselves. Now my charms are all o'erthrown, and what strength I have's mine own. Pray, release me from my bands, with the help of your good hands. Sehr gut! Zugabe! Zugabe! Warum kommt der Nave auf die Bühne? Hat er gar nichts gemacht, hat nur rumgeweint. Ach. Gut, Rachel. Rachel. Tja, Chloe. Geht sie auch auf die Bühne?
Wasn't that fun? You're so dead. Yeah? How dead? Hella dead. Das war ein sehr verhaltener Applaus, ne? Muss man ja mal nebenbei bemerken. Die können ja ruhig mal ein bisschen ausrasten für uns. Ein bisschen pfeifen und klatschen kann jeder. Was hat es mit dieser Frau da auf sich? Inwiefern beeinflusst das Rachel? Gute Frage, gute Frage. Keaton's face behind you when you walked on stage? I was shitting myself. He was shitting himself. That dude owes me. Bin gespannt, wo die hingehen. Auf jeden Fall ist es mehr als Freundschaft zwischen den beiden. Schon ein bisschen mehr Zuneigung da, würde ich sagen. My dear, what if I told you that the entire fate of our production rests upon your slender shoulders? I've never had an experience like that on stage. Yeah, right? You No, you. Like, seriously. I love nights after a show. Is it always like this? Oh, totally. It's such a high. No more nerves, just the adrenaline. So, first timer, are you proud of yourself? Ja, doch. Eigentlich eindeutig, aber eigentlich eher erleichtert, würde eher zu Chloe passen. Wir sind eher erleichtert. Aber ich glaube, innerlich freut sie sich. Und ich glaube auch, dass sie ein bisschen traurig ist, dass sie eben von der Schule verwiesen wurde und eben da jetzt nicht wirklich stehen konnte oder öfter da stehen kann. Eher erleichtert. I think I'm just happy it's over. The last 12 hours have been freaking intense. You've gone through so much shit today. Right now's pretty good. Okay, the whole show was good. I admit it. Yeah. It was magical. Ihre Hand halten und gehen. Manchmal reicht es auch einfach, nichts zu sagen und den Moment zu genießen. Und das tun die beide gerade. Hand in Hand den Moment genießen. Und wer weiß, wie viele Chancen sie dazu noch kriegen, ne? Let's leave. For real. For real, huh? You said you wanted to skip town and never look back. Like I said last night. Let's do it. I know. I've been thinking about that all day. But that was... Don't say it was just a crazy thought. You mean it. I can tell. You want this. Yeah, but, like, eventually. Let's go now. Oh. Didn't we already agree on stage? We can't just... Why not? Komm, wir gehen ihr nach und gucken, was passiert. Fine then, Drama Queen. Where are we going? You tell me. What uniquely twisted location does Chloe Price plus Rachel Amber equal? Ab nach New York. Ah, nee, Los Angeles. Los Angeles. Why don't you show me LA? Perfect. 60 degrees every night. Oh, yeah. You and me on the Santa Monica Pier, gorging on food truck food, smoking up. Looking at the moon shining on the waves. Klingt sehr gut. And a beautiful blonde man will sit next to us and smile at you. Yeah, okay. He'll say, I like your eyes. And I'll say, back off.
She's with me. You're full of shit. I love this time of night. Don't you just feel like everything's possible? Ah, die Chloe wirkt sehr nachdenklich. Rachel, stop. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. For fuck's sake! I've never been more serious in my life. Ja, wo warten die beiden denn noch? Ab ins Auto? Chloe, los geht's. What would it take to convince you? Oh, komm, wir gehen volles Risiko. Gib mir einen Kuss. Komm. How about, Oh. Jawoll! Jetzt würde ich applaudieren. Jetzt können die Fans mal ausrasten. Wir haben sie rumbekommen. Bam, 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 bam. Der Frauenheld Bourbon ist wieder am Start. Entschuldigung. Is that convincing enough? Yeah. Das haben wir doch schon von Anfang an gemerkt, diese Intensität. Oh Mann, das ist so schade, wenn man weiß, wie es ausgeht. Das ist so ein schöner Moment und man weiß, wie es zu Ende geht. Holy shit. Right? What is this stuff? Asche. Tanz im Ascheregen. Tanz im Ascheregen. I think it's a sign. I think we should leave tonight. Really? If you want to, I'm ready. Let's go sneak some clothes and stuff from my house. And then, we'll get the hell out of Arcadia Bay. That sounds perfect. Los geht's. Die laufen aber ziemlich geil, muss ich sagen. Warum ich damit gerade den schönen Moment kaputt mache, aber die laufen ein bisschen. Weiß ich nicht. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Nicht so elegant. Was ist los? Ab ins Häuserlein. Und das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.